Ab dem 4. März 2015 tauchen auf der Facebook-Seite eines Dugida-Ordners aus dem rechten Hooligan-Spektrum massive Drohungen gegen eine junge Düsseldorferin auf. Ein Foto ihres Klingelschildes wird veröffentlicht. Es wird nach Freiwilligen gesucht. 9. März. Dugida-Teilnehmerin skandieren Ausländer raus. Die Polizei greift nicht ein. Ein Mitarbeiter der Kinder- und Jugendorganisation SRTD Falken wird nach einem Dugida-Aufmarsch von 5 Teilnehmerinnen in der S-Bahn angegriffen und verletzt. Die Personalien der Täter werden von der Polizei festgestellt. 16. März, ein Dugida-Teilnehmer greift eine Gegendemonstrantin an und zerschlägt eine Fahnenstange auf ihrem Kopf. 23. März, Dugida-Teilnehmerinnen werden auf dem Abmarsch von der Polizei in Gegendemonstrantinnen und Passantinnen hineingeführt. Es kommt dabei zu Angriffen von Dugida-Teilnehmern. Die Polizei nimmt einige Personen fest, darunter mehrere Opfer des rechten Angriffs. Soweit bisher die Liste, genug Möglichkeiten für die Polizei, einen Aufmarsch von Dugida zu untersagen und den nicht diesen ausgewählten Platz vom Hauptbahnhof zu geben. Ich gebe jetzt mal weiter an Christian von der Linken. Ja, ich bin Christian Jäger, spreche für die Linke Düsseldorf und Düsseldorf stellt sich quer. 70 Jahre ist bald her, da hing dort, wo steht, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, noch ein Hakenkreuz. Jetzt 70 Jahre sind vorbei und das, was da steht, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, finde ich, setzen die Leute, die in dem Gebäude drin sind, nicht durch. Die behandeln nicht nur uns schlechter als die Nazis, die lassen die Nazis laufen und machen den Menschen, die gegen diese Nazis jeden Montag demonstrieren, Probleme. Uns, das sind Gewerkschaftern, das sind Leute aus Migrantenvereinen, aus Parteien, aus sozialen Initiativen. Und alle, die überhaupt den Begriff Antifaschismus richtig verstanden haben. Das hat die Polizei offensichtlich nicht und die hat einiges an Geschichtsbewusstsein nachzuholen, denke ich. Es ist tatsächlich so, dass braune Schlägerbanden in Düsseldorf mehrfach im Nachfeld der Dugida-Kundgebung, wie wir gerade von Thorsten gehört haben, Protestierende angegriffen, verletzt haben und Dugida marschiert weiter. Vor 2 Wochen wurde ja in der Bahn nach Rath zum Beispiel auch ein Mitarbeiter der Falken verletzt. Dugida läuft weiter und wenn ich es zeitlich richtig zusammenbringe, dann wurde kurz danach aufgehört, Nazis, die anreisen, zu Dugida auch Waffen zu kontrollieren, die sie tatsächlich dabei haben. Wie sollen wir das bitte schön verstehen? Ich kann das nicht verstehen. Ich denke, das kann auch sonst niemand, der am Montag sich diesen Gefahren durch Dugida aussetzt. Frau Celebi, die Anwältin, wurde bedroht und trotzdem läuft Dugida weiter. Ja, wie soll man das verstehen als Mensch, der hier eintritt für die Gleichheit von Kulturen und für Vielfalt, für die Gleichberechtigung aller Menschen in diesem Land, wenn es die Polizei bei friedlichen Protesten noch Knüppel zwischen die Beine wirft? Es gibt jeden Montag willkürlich scheinende in Gewahrsamnahmen von Demonstrierenden. Man muss damit rechnen, dass man eventuell auch Schläge nicht nur leider von den Nazis abbekommt. Im Januar wurde unsere 22-jährige Kreisgeschäftsführerin auf den Polizisten so geprügelt, dass sie ins Krankenhaus musste. Und außer einem Ei, junge Frau, geht's denn wieder gut vom Polizeipräsidenten, gab es gar nichts dazu. Wir wollten eigentlich gerne wissen, was aus der Aufklärung wird. 3 Monate später wissen wir immer noch nichts. Das finde ich sehr, sehr unbefriedigend. Dazu kommt, dass fast jeder Anmelder von Düsseldorf stellt sich quer, inzwischen wohl irgendwelche schikanösen Anzeigen ans Bein gebunden hat, bekommen hat von der Polizei. Mir ging es zum Beispiel am 2. Februar so vom DGB-Haus. Da haben die Vertreter der Polizei uns aufgefordert, dass wir doch bitteschön unsere Kundgebungsordner mit ihren Personalausweisen zu ihnen schicken, damit sie gucken können, ob nicht Straftäter darunter sind. Da sind mir erstmal die Ohren geklingelt und das wollte ich natürlich auch nicht zulassen. Erstmal die Kriminalisierung von uns allen und zweitens auch diesen Eingriff ins Datenschutzrecht. Als Folge habe ich jetzt eine Anzeige, sie hätten nicht die Volljährigkeit unserer Ordner kontrollieren können. Und eine ganze Reihe von anderen Anzeigen dann noch hinterher für denselben Tag. Dieses militante Auftreten an dem Tag der Polizei fanden viele von uns sehr desillusionierend. Da frage ich mich halt, wo leben wir eigentlich? Und 70 Jahre ist das Nazi-Regime vorbei. Es sollte jetzt auch mit Nazi-Demonstrationen allmählich wirklich vorbei sein. Der Polizeipräsident darf nach Meinung der Linken diese volksverhetzenden Demonstrationen durch all die Straftaten, die in diesem Zusammenhang begangen werden, eigentlich gar nicht mehr laufen lassen. Ich finde, Düsseldorf gehört allen Menschen, die hier leben, aber die Nazis, die gehören nicht hierher. Danke.